Okay. Da wäre irgendwo hier, ja. Die Leute hier mögen auf jeden Fall nicht, wenn sie beklaut werden. Ja? Willst du was? Oder willst du bloß da draußen rumstehen und dumm glotzen? Hey, mach mal halblang. Wollte mich bloß ein bisschen umschauen. Das hier ist die Reparaturwerkstatt von Bunkerstadt. Hast du zufällig das riesige Schild an der Seite übersehen? Oh nein, tut mir leid. Ich dachte, das wäre ein Laden oder sowas. Mit dem oder sowas hast du verdammt recht. Hast du was zu reparieren oder willst du mir weiter mit dummen Fragen auf die Nerven gehen? Was reparierst du denn hier? Verkaufsautomaten für synthetischen Alkohol, Radios, Waffen, Teile von Lasergeschütztürmen, Computermonitore, was auch immer. Ich brauche nur passendes Werkzeug. Werkzeug? Ausgerechnet jetzt, wo ich die Drehbank wieder halbwegs ans Laufen gekriegt habe, ist der Schraubenschlüssel verschwunden. Wieder mal. Und meine Zange ist völlig am Ende. Kann ich dir irgendwie helfen? Du? Glaube ich kaum. Wäre dir mit einem neuen Schraubenschlüssel und einem Satz Zangen geholfen? Ja, warum? Vielleicht kann ich ja welche für dich auftreiben. Ist mir ziemlich egal. Aber wenn du unbedingt willst, dann mach doch. Ist ja deine Zeit, die du damit verplemperst. Ich kratze dann vielleicht ein bisschen was zusammen. Als Aufwandsentschädigung sozusagen. Okay, wenn ich einen Schraubenschlüssel und eine Zange auftreiben kann, bringe ich sie dir. Wir hatten eine Zange. Die haben wir verkauft. Was steht da? Kannst du gar nicht lesen. Guten Tag. Entschuldigung, kann ich dir in irgendeiner Weise behilflich sein? Wo sind wir hier? Das ist die Nebenstelle A des Büros mit Annehmlichkeiten. Wir versorgen die Stadt mit Werkzeugen und Reparaturausrüstung. Bist du sicher, dass du am richtigen Ort bist? Ja, ich bin hier richtig. Kann ich mich hier umsehen, was ihr auf Lager habt? Damit Zange. 625, bist du peppert. Kannst du behalten. Okay, danke. Nur zu deiner Information, vor und draußen ist ein Gemischtwarenladen, du kannst dort auch einkaufen. Ich habe gehört, das Warenangebot ist fast so gut wie unseres. Danke. So, was haben wir hier? Shop B. Was gibt es? Wo sind wir hier? Das ist Nebenstelle B des Büros für Annehmlichkeiten. Wir sind für die Verteilung von Medikamenten für Bunkerstadt verantwortlich. Vielleicht wolltest du ja woanders hin. Ja, kann schon sein. Tschüss. Wobei, du könntest einen Right Away haben. Jo. 1000. Sonst geht's euch gut, ne? Okay. Kauft ein, wo es mir passt, kapiert. Geh nächstes Mal lieber in den Laden im Vorhof. Ja. Die wollen gar nicht mit mir handeln. Die mögen mich einfach nicht. Solange ich kein echter Bürger bin. Ich habe halt auch noch hier 200 Geld rausgeschmissen für so einen falschen Bürgerpass, den ich nirgendwo einsetzen kann. Normalerweise fragt man, bevor man ein Haus betritt. Ja. Du mich auch. Guten Tag. Ja, die Stadt versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Aha. Was habt ihr denn? Bleibt da weg. Okay. Mist. War schon offen. Was haben wir da? Aha. Wenigstens mal etwas, was wir mitnehmen können. Hallo? Wer bist denn du? Du siehst eine gesund aussehende Frau in Arbeitskleidung. Sie blickt starr zu Boden. Ich stamme aus dem Sippendorf im Norden. Hier geht es mir besser. Okay. Und du bist? Würdest du bitte die Schuhe abtreten, bevor du ins Haus kommst? Mr. Etepetete. Sulek, im Weg. Ganz ruhig. Bleiben wir. Ganz ruhig bleiben. Wir gehen jetzt. Okay. Gehst du auch nochmal? Wir gehen jetzt. Aber du stehst mir immer noch im Weg. Wir gehen und gehen. Okay. Information Center. Guten Tag. Oh, guten Tag.
Kann ich dir in irgendeiner Weise behilflich sein? Was ist das alles hier? Das ist das Informationszentrum von Bunkerstadt. Ist es das, wonach du suchst? Ja, schon. Vielleicht könntest du mir ein paar Fragen beantworten. Aber gewiss doch, was möchtest du gerne wissen? Weißt du, wo ich einen Geek finde? Ein Geek? Ich glaube, ich habe schon davon gehört. Für was ist das? Das Problem ist, ich weiß selber nicht, wie es aussieht. Wenn es nach Älteren meines Dorfes geht, ist es so eine Art Allheilmittel für alle unsere Probleme. Persönlich bin ich da nicht so ganz blauäugig. Ich halte es für möglich, dass auf dem Zentralrechner drunten im Bunker Daten dazu vorliegen. Ein Großteil der älteren Archive liegt dort unten. Wie gelange ich in den Bunker? Da müsstest du zunächst erstmal einmal Bürger vom Bunkerstadt aufgenommen werden. Wenn du möchtest, kannst du einen Bürgerschaftstest ablegen. Oder noch besser, du gehst gleich zuerst bei Lynette. Ich denke, in deinem Fall macht sie vielleicht eine Ausnahme. Oh, das klingt ja vielversprechend. Danke für deine Auskunft. Ich speichere mal. Geek finden kann, solange ich im Bunker. Ich bin doch Bürger. Und wenn das so ist, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Selbstverständlich bist du berechtigt, in den Bunker hin unterzugehen und den Rechner zu benutzen. Okay. Können wir da nochmal hin? Aber die sehen ja, dass ich quasi ein Außenweltler bin, ne? Na gut. So, was haben wir hier? Diener Allocation Döns Center des Todes. Das sind auch nur ganz normale Bürger hier. Oder Diener. Ja, was gibt es? Ich muss noch jede Menge Zuteilung bearbeiten. Was ist das für ein Gebäude? Das hier ist das Amt für Dienerzuteilung. Ah, Moment. Ich suche einen bestimmten Diener, Joshua, glaube ich. Ist er hier? Joshua? Ja, wir haben einen Diener dieses Namens. Er wurde kürzlich aus der Umerziehungsanstalt entlassen, glaube ich. Warum interessierst du dich für ihn? Ich möchte über seine Freilassung verhandeln. Ach, tatsächlich. Und wieso sollte ich ihn freilassen? Eine beträchtliche Spende für den Betriebsmittelfonds des Amtes für Dienerzuteilung vielleicht? Spenden sind in der Tat willkommen, um den einwandfreien Betrieb unseres Amtes zu gewährleisten. Aber damit ich Joshua in deine Obhut entlassen kann, bedarf es schon einer beträchtlichen Spende. Okay. Verstehe, ich komme wieder, wenn ich über Mittel für eine Spende verfüge. Ich meine, es gäbe wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten, aber naja. Wird Zeit, dass du verschwindest? Ja, okay. Ich werde hier sehr gemocht. Kann ich hier dich mal wegschubsen? Verdammt, ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Ja. Guten Tag. Mir passt deine Visage nicht. Guten Tag. Was ist das hier? Was willst du? Wer bist du? Ich bin Bürger Sergeant Stark Outsider. Was willst du? Was tust du hier? Ich leite die Besserungsanstalt hier. Bring den Außenweltlern Manieren bei. Sorge dafür, dass die Diener spuren. Organisiere Streifengänge. Seh zu, dass du die Stadt vor Gangstern sicher ist. Okay, was mit. Was du das in Cassidys Bar? Vielleicht hat dir dein Freund Cassidy nicht verraten, dass er verbotene Substanzen in seinem Haus hatte und dass seine Lizenz für den Alkoholausschank ausgelaufen war. Hast du vergessen, das deinem Freund mitzuteilen hier, Cassidy? Cassidy sagt, er hätte alles bezahlt und du hättest trotzdem die Razzia in seinem Lokal durchgeführt. Cassidy hat sich des Alkoholbesitzes ohne Lizenz schuldig gemacht. Wenn ihm das nicht passt, kann er Bunkerstadt ja verlassen. So einfach ist das. Okay, na egal. Erstmal egal. Wir regeln das später. Erstmal lass mal Bürger werden, bevor wir hier als Outsider irgendwie... Ja... Alles umhauen. Aha. Ich glaube, das ist ein wichtiges Gebäude. Gehen wir doch mal dahin. Hier ist ein riesenhaften schwarzen Mann in schwerer Rüstung. Achso, das war der gerade eben. Du hast das Bunkerstadt
Grad Gebiet betreten. Hallo Reisender. Oh, die sind ein bisschen nett. Okay. Okay. Hier ist ein Bürger. Sein älterer Bunkerstadtbeamten. Sein Haar wird vom Haaransatz grau. Oder am Haaransatz grau, okay. Da ist nur wieder so ein Typ, der einfach am Boden guckt. Okay, reden wir mal mit dir. Wird Zeit, dass du verschwindest. Was ist denn das? Ah, das ist die Erstbürgerin. Hallo. Sei gegrüßt, Fremdling. Ich bin die Erstbürgerin Lynette. Darf ich fragen, was dich hierher führt? Ich suche ein Garten-Eden-Erstellungskit. Hast du eins? Wie kommt es, dass jemand wie du von einem Garten-Eden-Erstellungskit weiß? Ich brauche einen, um mein... Derartige Technologie ist nichts für Outsider. Ich bin ein Nachkomme eines Bunkerbewohners. Ich brauche das Geek, um mein Dorf zu retten. Nachkomme des Bunkerbewohners? Was meinst du damit? Ich bin ein Ururenkel des ersten Bunkerbewohners. Des ersten Bunkerbewohners? Was? Du musst einen anderen Bunker meinen. Wir haben nie Kontakt zu einem anderen Bunker gehabt. Wo ist dein Bunker? Ich glaube, mein Vorfahr kam aus diesem Bunker hier. Völlig unmöglich. In den 100 Jahren, die wir außerhalb des Bunkers lebten, wollte noch niemand die Stadt verlassen. Obwohl vor langer Zeit zwei Bürger unserer Stadt verstoßen wurden, als Strafe für ihre Vergehen. Ich habe den Bunkerbewohner rausgeschmissen. Ich erhebe jetzt Anspruch auf das, was mir gehört. Nein. Was haben diese Bürger getan? Alle beide. Boyarsky wurde vor 10 Jahren ins Exil geschickt und Richard Moreau kurz nachdem wir aus dem Bunker kamen. Die Bürgerschaft ist ein heiliger Bund. Innerhalb dieser Mauern werden keine Verbrechen Okay. Wenn es hier nicht der richtige Bunker ist, dann muss ich eben weitersuchen. Bis ich den Bunker finde, aus dem mein Vorfahr stammt. Vielleicht wird dein Bunker irgendwo in unseren Computerarchiven erwähnt. Können wir das mal überprüfen? Wir könnten mal in den Bunkercomputer nachschauen. Dort finden wir wahrscheinlich die Informationen, die du suchst. Aber zu den Archiven... Haben nur Bürger Zugang, ja. Gibt es eine Möglichkeit, Bürger zu werden? Sprich mit Prokonsul Gregory. Er ist befugt, den Bürgerschaftstest durchzuführen. Er ist im Besprechungszimmer am Ende des Korridors. Okay. Dann rede ich mal mit dem Prokonsul. Wiedersehen. Das heißt, es gibt noch einen anderen Weg, Bürger zu werden? Einen anderen Weg? Statt den Test zu machen, könntest du dein Interesse an den Bunkern noch sinnvoller unter Beweis stellen. Als Outsider hast du die einzigartige Möglichkeit, uns aus einer heiklen Situation zu... Was für eine Situation denn? Nordöstlich von hier ist eine andere Stadt, falls man es als solche bezeichnen kann. Dort leben Kreaturen, die das Grundwasser mit gefährlicher Strahlung verseuchen. Mhm, wie das? Diese Dinge betreiben ein defektes Atomkraftwerk. Die sind immun gegen Strahlung, verstehst du? Denen ist egal, ob sie uns mit ihren Giften langsam umbringen. Und was soll ich daran ändern? Du musst ihr Kraftwerk dauerhaft stilllegen, damit sie keinen Schaden mehr anrichten können. Klingt einfach. Ich komme wieder, wenn... Wie kommt es denn zur Strahlung aus dem Kraftwerk? Diese Dinge betreiben ein defektes Atomkraftwerk. Die sind immun gegen Strahlung, okay. Verstehst du? Denen ist egal, ob sie uns mit ihren Giften langsam umbringen. Das klingt ja, als wenn der Welt einen großen Dienst erweisen. Was? Wenn sie der... Ja. So tut doch in anderen Outsider. Nein. Ich kümmere mich um das Problem. Ich komme wieder, wenn ich das gelöst habe. Ja. Aber dennoch würde ich halt auch mit Prokonsul reden. Verzeihung, kann ich dir helfen? Wer bist du? Ich bin Prokonsul Gregory. Bist du sicher, dass es mein Büro ist, wonach du suchst? Ja. Was suchst du hier? Ich bin der Assistent der Erstbürgerin. Ich kümmere mich um ihre Termine und führe die Aufsicht über den Bürgerschaftstest für Zuwanderer und verwalte die Listen auf dem Server von Bunkerstadt. Eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Das lasse ich gesagt sein. Ein Bürgerschaftstest? Ja, ich führe die Aufsicht über den Bürgerschaftstest, den jeder Zuwanderer ablegen kann, der Bürger von Bunkerstadt werden möchte. Worin genau besteht dieser Test?
Bei dem Bürgerschaftstest handelt es sich um ein umfassendes Examen mit mehreren Bestandteilen. Höhere Mathematik, räumliches Vorstellungsvermögen, induktives Denken, Sprachverständnis und, und dann ist da noch eine gründliche gesundheitliche Untersuchung vorzunehmen. Oh Gott. Ja, und dann ich mir meinen 6. C, weißt du? Okay. Klingt ziemlich schwierig, aber ich würde den Test trotzdem machen. Jeder darf den Test teilnehmen. In dem Fall gehe ich allerdings davon aus, dass es reine Zeitverschwendung wäre für uns beide. Du bist offensichtlich nicht aus dem richtigen Holz geschnitzt, um Bürger zu werden. Ich würde den Test trotzdem gerne machen. Na gut, hier hast du Fragebögen 5028 und 6112 sowie eine Pip-Boy-Antwortkonsole. Achte darauf, dass du alle Kreise vollständig ausfüllst. Wenn du jetzt bitte hier Platz nehmen würdest, alles klar. Oh Gott. Nun denn, die Zeit ist abgelaufen. Gib mir deinen Fragebogen. Warte, nur noch eine Minute. Ach, was soll's hier? Nein, das ist ganz falsch. Das stimmt auch nicht. Hier hast du auch durch Null geteilt. Völliger Unfug. Die zwei hättest du rüberziehen müssen. Gute Güte. Am Wortschatz fehlt es dir auch ganz erheblich, muss ich feststellen. Und? Leider muss ich dir mitteilen, dass ich dir zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Bürgerrecht nicht erteilen kann. Um ehrlich zu sein, du verfügst offenbar nicht über die zum Verständnis der höheren Mathematik notwendige Intelligenz. Vielleicht ja auch noch einmal. Was habe ich denn eigentlich für eine Intelligenz? Na, 7 geht eigentlich. Ist eigentlich nicht ganz dumm, ne? Naja, gut. Was haben wir gelernt? Wir müssen nach Gecko. Das ist nix, schade. Das Regal kann ich durchsuchen, aber da ist nix. Kann ich vielleicht hier auch nochmal ganz kurz? Ist auch nix. Die haben nix in den Regalen. Saftladen, wirklich Saftladen. Okay, reden wir mal mit dir. Hallo, kann ich dir helfen? Wer bist du? Ich bin der ehrwürdige Stadtrat McClure. Und du bist? Mammut, nett dich kennenzulernen. Was kann ich für dich tun? Weiß ich nicht, alter Mann, was kannst du? Ich suche Garten Eden Erstellungskit. Ein Gig? So wie ich es verstanden habe, hatten wir nur eines. Ich las... dass er lange überdauert hat, aber vor vielen Jahren zusammenbrach und noch bevor ich geboren wurde. Wir hätten zwei haben sollen. Haben sollen? Aber anscheinend hat die alte Regierung den Transport durcheinander gebracht und wir haben eine Sendung erhalten, die eigentlich bestimmt war für Bunker Nummer 13, glaube ich. Vielleicht haben die unseren Gig gehalten. Mhm. Was war in der Sendung, die für Bunker 13 bestimmt war? Steuerchips, ungefähr 100. Ich weiß nicht, weshalb sie so viele gesendet haben. Wir mussten uns nie unsere ersetzen. Wir hatten dieselben Steuerchips seit dem Tag, an dem unsere Leute in den Untergrund im Bunker leben. Ja, Steuerchips, ne? Wasserchips und so was. Ja. Ja. Was geschah mit dem Gig, das zusammenbrach? Es wurde auseinandergenommen und seine Teile wurden für andere Verwendungen benutzt. Okay. Ich verstehe, danke. Okay. Gucken wir nochmal, was wir hier für Räumlichkeiten haben. Seid ihr noch wichtig? Nein. Was haben wir hier? Hallo? Wie sieht es wichtig aus? Ein Barkeeper. Ja. Kann ich etwas für dich tun? Ich brauche ein paar Auskünfte. Vielleicht solltest du hier lieber hier zum Informationszentrum gehen, als hier rumzuhängen und mit dummen Fragen zu nerven. Das liegt in der Stadtmitte. Und jetzt troll dich. Ich habe auch noch andere Kunden. Okay, von dir will ich kein Bier. Das sind Wachmänner. Ganz normale Bewohner hier. Ja. Die haben nicht so viel. Ich könnte hier nochmal gucken, ob hier was im Regal liegt vielleicht. Außer hier ist auch eine Person, die sagt, hey, kommst du nicht rein? Komm mir vor, als wäre ich schon ewig hier drin. Aha, Erste-Hilfe-Buch. Sehr schön. Das gucken wir uns doch mal etwas genauer an. Lernen dann was über Erste-Hilfe.
es ist dunkel geworden. Weg, du verdammter Urin. Weg, sag ich. Was? Ich mach mal ganz kurz hier. Warten bis zum Morgen, sonst darf ich ja wieder nicht hier sein. Hier kannst du nicht ausrollen. Okay. Guten Tag. Steuern ungern. Bist du ein Bürger von Muckerstadt? Hör mal zu, Auserwählter. Ich versuche mich gerade zu konzentrieren, okay? Okay. Wollte nicht stören. Auf die Damentoilette gehe ich erst recht nicht. So, jetzt ist natürlich halt schon mitten in der Nacht und ich sollte gar nicht hier sein. Ich speichere vielleicht nochmal. Speichere mal hier. Ja, ruhig unbeschriftet wie immer. Gehen wir mal hier rein. Guten Tag. Die meisten Bürger würden um die Zeit schon schlafen. Bisschen spät mit deinem Besuch. Ja, und? Was willst du jetzt machen? Ich sollte am besten weggehen, ne? Dadurch, dass ich hier nicht warten kann. Es ist schon nach 18 Uhr. Zeit, dass du wieder zum Vorhof gehst. Okay, ich mache mich gleich auf den Weg. Ich werde dafür sorgen, dass du gesund und munter auf dem Vorhof ankommst. Los, auf geht's. Okay. Alles okay. Okay. Gut. Wir wollen nach Gecko. Und in Gecko gucken wir uns dann um, was wir dann dort machen sollen. Auch mit dem Kraftwerk und alles, was wir da gehört haben. Ja, das wird bestimmt lustig. Lustig, lustig, tralalala. Du siehst eine Gestalt, deren Haut stark verbrannt ist. Hey, Gleiterhaut. Ja, Ghule. Jede Menge Ghule. Coole Ghule. Ja, und ich würde sagen, wie das dann hier in dieser Gecko-Stadt halt weitergeht, das gucken wir uns an in der nächsten Folge von Fallout 2. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.